kam es dazu, dass Sie Theologie studieren wollten? Ich hatte auch religiöse Interessen einfach. Ich mochte das Fach auch gerne und es interessierte mich, was mit der Bibel und so zusammenhing und mit der Lehre der Kirche. Das wollte ich natürlich auch wissen. Also es war eigentlich mehr ein, ich würde sagen, innerer Drang dazu, dieses Fach zu studieren. Diese Freundschaft und diese Verbundenheit, die hat sich auch darin manifestiert, dass wir beide uns hingesetzt haben und eine Eingabe an das Zweite Vatikanische Konzil geschrieben haben. Und zwar, die war dann 63, aber vorher, 62, kriegten wir schon eine Eingabe von einer Dr. Gertrud Heinzelmann aus der Schweiz, eine Juristin. Die Eingabe hieß Frauen und Konzil, Hoffnung und Erwartung. Und dann haben wir zusammen etwas gemacht. Und das ist hier dieses Buch. Das ist natürlich meine politische Erfahrung gewesen. Ich habe gewusst, wenn wir jetzt Frauenordination zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils einbringen und einen riesen Mais machen, dann ist das damals schon aktuell gewesen. Dann ist ja das damals schon aktuell gewesen. Man hat damals schon davon geredet. Wenn man dann erst im nächsten Konzil anfängt davon reden, dann ist erst recht nichts. Man musste eine Grundlage schaffen, dass man zurückgreifen kann. Und da bin ich sehr, sehr erpicht gewesen, dass ich da die Publicity erreicht habe. Das ist etwas ganz Fundamentales. Apostolisches Schreiben Ordinatio Sacerdotalis 1994 von Papst Johannes Paul II. Da heißt dieser Kernsatz: Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich, das ist der Papst, Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Das war das Definitive, was wir eben von Rom her bekommen haben. Jetzt wollten wir ja gerne doch, dass die römisch-katholische Kirche reformiert wird, weil die es am allernötigsten hat. Und wir haben eben gedacht, wir bleiben da drin, wir bleiben immer ein Stachel im Fleisch dieser katholischen Kirche. Und dann ergaben sich eben ja nur noch die Möglichkeit, das muss ich dann sagen, gegen das bestehende Gesetz vorzugehen. Und das ist ja erfolgt, da gibt es noch Zwischenschritte, aber das ist erfolgt im Jahre 2002. Haben 7 Frauen öffentlich das Gesetz des Ausschlusses der Frau vom Priesteramt übertreten. Ja. An der Donau in Passau im Südosten Deutschlands. Nach immer neuen Vermutungen, Gerüchten, Enthüllungen und Diskussionen ist es soweit. Die umfangreichen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Auf dem leicht schwankenden Boden eines Donauschiffes soll die Weihe stattfinden. 7 römisch-katholische Frauen wollen Priesterinnen werden. Davor kurz noch, haben sich schon die Amerikanerinnen gemeldet und haben uns beide eingeladen zu einer 5-wöchigen Vortragstour in USA. Und da haben wir Vorträge gehalten in dem Englisch, so viel wir eben konnten. Und da sind wir gewesen in San Diego, in Washington D.C. und dann in Chicago und die ganzen Boston sogar und Philadelphia. Und dann haben die gesagt, das ist jetzt wichtig, dass die Leute sagten, yes, when she does it, we all can do it. Das haben die Amerikaner gesagt. Oder auch, thank you for your courage. Das haben sie auch gesagt. Das fand ich sehr nett. Also die Amerikanerinnen, muss ich sagen, haben sehr offen reagiert. Und ich habe auch gemerkt, hier ist die Zeit reif. Hier werden welche kommen, die den Weg auch mitmachen. So wie die eine sagte, if she can do it, we all can do it. Wir haben eine internationale Bewegung, die heißt Roman Catholic Women Priests.
Ja, und wir tauschen uns aus über wichtige Meldungen, die so in der Kirche irgendwie aktuell sind. Und wir nehmen dann kritisch Stellung. Wir sagen zum Beispiel, ja, Sie sagen, die Bedeutung der Frau muss größer werden in der Kirche, aber was Sie da vorschlagen, das ist völlig vage und unverbindlich. Wenn Sie zum Beispiel nur sagen, ja, die soll größer werden, die Bedeutung der Frau, das heißt aber noch nicht real Zugang zu den kirchlichen Ämtern. Davon sprechen Sie ja nicht. Und dann sagt der Papst meinetwegen, ja, Maria ist höher als alle Bischöfe und das bringt uns auch nichts. Maria, ja, das ist die Mutter Gottes, Mutter Jesu, aber die ist im Himmel und hier auf der Erde möchte ich mal wissen, ob wie die behandelt würde, hier auf der Erde. Ich glaube, dass Gott mich dazu berufen hat. Und es ist auch, es haben sich viele Zeichen ergeben, dass ich die Iris kennengelernt habe, dass ich Theologie studiert habe, dass ich diese Arbeit schreiben konnte. Meine Dissertation handelt nur davon. Und da kann ich auch ehrlich sagen, da fühle ich mich richtig auf diesem Weg. Wenn hier meinetwegen jetzt Ratzinger oder andere hier reinkommen würden, ich würde das genauso verteidigen und würde sagen, ihr seid da auf dem Holzweg, ihr macht wirklich schwere Fehler. Und da würde ich wüsste auch, dass ich argumentieren könnte, wo die gar nicht widerstehen könnten. Die haben nicht die Wahrheit auf ihrer Seite. Das ist ein Lügengespenst.